unstable. Na gut, behalten wir uns im Hinterkopf. Ich will es noch nicht benutzen. Ich will erstmal, falls wir auf verschlossene Sachen stoßen, meinen Zauber benutzen. Um so ein paar Schlüssel zu sparen. Und später können wir das Ding holen. Ich höre ein Arch-Enemy. Die haben bisher uns am meisten Schaden gemacht bisher. Dich können wir doch bestimmt umgehen. Ja, das sieht gut aus. Hops. Noch eine Statue. Springy. Damit können wir höher springen. Was wirklich praktisch ist. Da haben wir eine Bank. Zing. Da haben wir eine offene Bank. Zing, 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 zing. Also wenn irgendwann Erfolge hinzugefügt werden zu diesem Spiel, und das wird ja bei fast jedem Steam-Spiel, wird es bestimmt Erfolge geben wie Raube 100 Banken aus oder so. Okay. Was haben wir noch? Wir starten, die wir ausprobieren wollten, wenn wir noch Schlüssel haben. Oder wenn ich zuversichtlich bin, genug Schlüssel zu haben. Das hätte ich gerade mit dem Zauber machen sollen. Das ist eine Leiter, wir können springen, also brauchen wir keine Leitern. Oh, ein neues Buch. Was zur Hölle? Extra Level. Ich liebe dieses Spiel. Schmeißt da immer irgendwas Neues hin. Irgendwie ist das unheimlich. Heiliges Symbol. Ein kleines Steintablett, das religiöse Markierungen hat, hat anscheinend keine Bedeutung. Wenn es keine Bedeutung hätte, würde es kein extra Level bekommen. Ich sehe aber auch mal im Interface nichts. Was ist das Symbol da unten links? War das schon immer da? Kompass ist weg. Warum sollte ich etwas mitnehmen, was keine... Na gut, es wird wichtig sein. Also nehmen wir es mit und gucken mal. So, wir wollen... jetzt hier hingehen, das Ding austauschen, was soll's. Also Springy war springen. Heißt, wir können jetzt höher springen als vorher. Dann würde ich gerne weiter runter... Dass sie sich immer auch alle gegenseitig umbringen müssen. Das ist mal gemein. So. Das war doof. Brauch was zu essen. Hops. Du bist verrottet. Dich essen wir nicht. Ganz viele leere Räume. Oh, und ein... zwei Augen. Die ich nicht looten werde, weil sonst fliegen hier gleich die Geschosse um die Ohren. Oh, ein abgeschlossenes Ding, das wir anderweitig nicht betreten können. Nein. Okay. Naja. Da fällt mir ein, dieser Schadens-Amulett-Dingens. Den sollten wir auch nochmal benutzen. Ich würde mich echt gerne testen, ob wir dieses Ding im nächsten Level umbringen können. Hier. Nee, nicht hier. Da waren wir schon. Da geht's weiter. Raum, kein Zugang hier.
Eventuell ein Zugang von da oben. Nein! Und die Stacheln. Verrottetes Fleisch, nein. Niam, niam. Das werden wir gleich nochmal machen müssen, sonst sterben wir beim nächsten Zweier-Hit. Was mit Dynamitstangen ist echt übel. Vor allem bekommen sie so wirklich mit, wenn ich sie anzünde. Essen. So, das heißt, hier unten geht es gar nicht weiter. Okay, also hoch. Anderen Weg finden. Oben links auf der Karte irgendwo. Bist du schlecht? Ja, du bist schlecht. Au. Na komm. Geh die Treppe hoch. Leiter. So. Wieder bei 4 von 4. Dafür noch 63 Dingens. Und wir müssen hier runter. Da runter. Hier rauf. Springy haben wir schon. Auge ist tot. Okay, hier rum. Und da muss es irgendwo... Oh, ein Springbrunnen. Wenn wir schon getrunken haben. Hier würde ich eigentlich ganz gerne nach unten, laut Karte. Das ist komisch. Aber okay. Ach, in den oberen linken Bereich wollte ich nicht in... Oh. Au. Ach, dann musst du leiden und wirst aufgegessen. Oberen linken Bereich wollte ich nicht. Unteren linken Bereich. Also muss ich hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Nicht in die Stacheln springen mit den Schnelllaufschuhen. Und hier nach unten. Genau. So, looten. Nichts Interessantes. Oh. Was Interessantes, werde ich jetzt aber nicht mehr brauchen, weil ich die Leichen gegessen habe. Ich vermisse den Kompass jetzt schon irgendwie. Da ist der Ausgang. Okay. Das heißt, nächste Etage könnte dieser Klops wieder kommen. Sollten wir im Auge behalten. Du kommst mit, du kommst mit. Rest bleibt hier. Und wir haben da irgendwo noch was Ordentliches zu essen. Schleichen. Nom, nom. Ach, das Zeichen unten links ist der Zauber, den wir aktiv haben. Das erklärt es natürlich. Das mit der Leiter ist echt bescheiden. Also wenn man auf der Leiter das nicht angreifen kann, aber die einen schon angreifen können. So. Ich brauche noch einen Springbrunnen. Sonst werde ich nicht glücklich werden und bald sterben. Zing. Du bist so ein hypnotisierendes Ding, oder? Shrouded. Nee, das ist Schleichen. Was ja in unserer Situation schon fast richtig Sinn machen würde. Ich probiere mal. So. Shroud. Gucken, wie lange das hält. Es hält schon mal, während ich was töte. Und ist weg. Also 10 Sekunden. Was ist da drin? Na gut, müssen wir auf die altmodische Methode reingucken. Hier. Essen und ein Artefakt. Hier gibt es auch keinen zweiten Weg rein. Nein. Ganz schön viele abgeschlossene Türen hier. Oh, zweimal Essen.
das müssen wir uns ungefähr merken. Oben auf der Etage, zweites Feld von oben, zweites Feld von rechts. Das werde ich mir eh nicht merken, aber versuchen kann man es. Hallo? Wo bist du? Und was bist du? Bestimmt ein Auge, oder? Jo. Totes Auge. So, wir müssen nach Süden und danach runter. Wenn hier hinten nichts Besonderes mehr ist. Oh, da ist eine Bank. Schlüssel ist gut. Was haben wir denn hier? Nix. Schöner Raum. Runter. Stimmt, wir müssen jetzt immer von Hand gucken, ob es irgendwo noch Geschäfte gibt. Ja, das ist lästig. Aber, oh. Ah, das Wassergeräusch ist der Springbrunnen. Okay. Und wie gefordert ist er auch da. Ist ja gerade mal 5 Minuten her oder so, was ich gemeckert habe, glaube ich. Gar nicht erst zum Zaubern kommen lassen. So, wir hätten gerne dich auf. Dich auf. Das ganzen schönen Schlösser. Oh, ganz schön mau bisher. Ah, schon besser. So, und ey. Ich hätte es wieder umgehen können, wenn ich einfach diesen Sprung... Den Sprungzauber haben wir gar nicht mehr. Okay. Dann hätte ich gar nichts um... Tieren nicht vergessen. Gar nichts übergehen können. Nö. Ich will die Karte aufdecken. So, hier westlich. Was mit der anderen Dynamitstange? Oh. Ist ja einfach nur runtergefallen? Kein Fallschaden. Schon mal gut. Hm. Also es ist nur ein Seeluft. Oh. Ja, nee. Oh, 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 oh. Weg, 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 weg. Das Ding kann ich nicht umbringen. Und ich kann viel schneller laufen als du. So. Oh, du bist wieder da. So, du kommst mit, du kommst mit, du kommst mit. Ist jetzt das dicke Ding da reingekommen? Lauf, Forrest. Warum zum Teufel habe ich die Pistole weggeschmissen? Oder hat das Ding mich entwaffnet? Komm. Oh, warte mal. F. X. F. Komm her. Jetzt versteckt er sich, ja? Hm, hm. Da ist es doch. Nur du, komm mal hierher. Oh oh. Das ist allerdings nicht so gut. Ich gebe mein Messer zurück. Danke. Und jetzt will ich raus hier. Hopp, 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 hopp. Und raus. Das war interessant. Und ich habe jetzt wieder eine Seele von Dagon. Das heißt, ich kann das nächste Ding aufmachen? Nee, ne? Nee, braucht die Seele von Nyarlathotep. Und was war jetzt dieses kleine runde Ding, was ich mitgenommen habe? Fragen über Fragen, echt, ey.
So. Död. Haben wir schon mal. Lebensbrunnen sind voll. Wir haben null Munition. Das geht gar nicht. Also springe ich nach einem Cut nochmal da rein und guck, ob das jetzt irgendwie resettet wurde, dadurch, dass wir die Seele geholt haben, oder ob ich jetzt nochmal genau das gleiche durchspielen könnte. Das heißt, ich könnte den Gegner ein bisschen farmen und die Shops vielleicht mal durchgucken, ob da neue Munition ist oder irgendwas in der Richtung. Ja, das geht nach dem Plan. Denn ich will erst da reingehen, wenn ich ordentlich Munition habe, weil Nahkampf scheint dann nicht mehr so wirklich zu funktionieren. Aber na gut, sehen wir uns gleich wieder.